Pancakes. Hoi zusammen, heute machen wir zusammen Pancakes. Ein gutes Morgen oder zur Nacht oder eben so gut als Dessert. Leute, nicht lobieren, ich gebe einen Tag Abend für 10 kleine Pancakes. Ich mache aber ein bisschen weniger, darum sieht es noch weniger aus. Wir schreiben 250 Gramm Weissmehl in eine Schüssel. Geben 3 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz dazu. Und dann das Ganze schnell kurz mit einem Löffel durchrühren. Dann geben wir 2 Eier dazu und 2 Dezi Milch. Und rühren es mit einem Schwingbesen zu einem glatten Teig. Wenn der Teig schön glatt gerührt ist, ist er gut. Dann brauchen wir nachher noch, nach Belieben, ein bisschen Ahornsirup. Ein bisschen frische Beere oder wer möchte, auch ein bisschen Puderzucker. Dann erhitzen wir ein bisschen Öl in einer Pfanne, reduzieren die Hitze auf mittlere Stufe und geben pro Pancake etwa 2 Esslöffel Masse rein. Jetzt braten wir das ungefähr 2 Minuten an. Dann drehen wir sie und braten sie von dieser Seite auch noch für 2 Minuten an. Es gibt jetzt ein bisschen dickere Pancakes. Wir können sie natürlich auch ein bisschen flächer drücken. Dann haben sie ja pro Seite nur etwa eine Minute. Dann nehmen wir ein bisschen Ahornsirup oder Puderzucker drüber. Was einem selber beliebt. Und garnieren sie mit frischen Beeren. Ich wünsche Ihnen einen guten Zusammenhang.